Einen wunderbaren 21. März. Viele von euch haben es vielleicht genau zu diesen Vollmondtagen zusätzlich noch gespürt. Es kommen neue allergische Reaktionen. Speziell die Augen werden jetzt eine Weile tränen, jucken. Bindehaut ist gefordert. Und hier werden wir diese Woche noch etwas ganz Spezielles für euch zusammenstellen. Schaut auf die Homepage. Hier wird es beschrieben. Hier kommt ein Video dazu. Und wichtig ist eines: Glaubt, dass eure Körper mit diesen neuen Umständen sehr gut zurechtkommen. Das Problem ist meistens nur da oben, weil man kennt sich nicht aus. Auf einmal jucken die Augen, die vorher nie gejuckt haben. Man niest den ganzen Tag. Man hat das Gefühl, man ist mitten in diesem komischen Heuschnupfen. Hier gibt es unterschiedlichste Hilfestellungen, aber ganz wichtig ist, wir müssen uns daran gewöhnen. Es ist wichtig, dass wir diese Umstände mit der Leichtigkeit der täglichen Tagesschau sehen können. Das bedeutet, ich informiere euch wirklich jeden Tag, wenn es sein soll. Ich gebe euch Hilfestellungen weiter, wenn es sein darf. Aber wichtig ist, dass wir unserem Körper lernen zu vertrauen. Dieser Körper hat unglaublich viel Möglichkeiten der Selbstheilung. Problem 1, unser Kopf. Problem 2, mangelndes Immunsystem. Problem 3, und dieses kommt jetzt dazu, wir kennen die neuen Energien nicht. Diese schwanken, diese machen unruhig, diese lassen manchmal die Augen so richtig dick und geschwollen aussehen. Dann wieder die Fußsohlen, die brennen, dann wieder die Schmerzen in den Beinen, dann schmerzen die Hände. Es ist ein Umwandlungsprozess. Es ist sogar ein sehr großer Umwandlungsprozess. Und ich versuche wirklich immer, zu jeder Zeit, euch immer zu unterrichten, was jetzt zu tun ist. Hier also heißt es, es beginnen allergische Reaktionen. Die einen meinen, es hat mit dem Sahara-Staub zu tun. Die anderen wissen, dass es hier um eine Energieanhebung geht. Und wichtig für alle, die hier zuhören, es ist eine Verarbeitung. Und hier wird hervorgeholt. Hier werden neue Möglichkeiten wie sagen Sie, der Selbstheilung gegeben. Euer Körper weiß genau, was er zu tun hat. Und wenn es nicht angenehm ist, dann schau, welche leichten Hilfestellungen du brauchst. Alles andere erklärt sich von selbst. Ich darf heute am Nachmittag noch eine kurze Information weitergeben. Gestern war es brisant. Sie sagen, schaut einfach die nächsten Tage, dass dieses für euch bereitsteht und heute eben diese Augen, die allergische Themen hervorholen. Augen bedeutet, dass wir mit der neuen Sicht noch nicht klarkommen. Augen bedeuten, dass wir mit diesen unverarbeitenden Bereichen, was das Auge sehen musste, noch nicht klarkommen. Jetzt wird es schwierig, merke ich. Sie sagen, weil genau dieses brenzlige, brennende, schniefende, juckende, das Hauptthema ist. Wir haben noch nicht genug losgelassen. Dann spinnt auch Darm und Magen. Also hier könnte ich so einiges aufzählen. Die Botschaft dahinter ist, glaube deinem Körper. Er weiß genau, was er zu tun hat. Wenn er ein wenig Hilfestellung braucht, dann schau um dich herum. Meistens ist die Hilfestellung gar nicht so weit weg von dir entfernt. Das für heute und am Nachmittag dann wieder die neuesten Informationen. Danke dir.